Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Schminkvideo mit euch zusammen drehen. Es ist aber auch gleichzeitig ein Trash-Tauschpäckchen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hier so ein bisschen über meinen Tisch zu fegen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die liebe Peggy, Morbus Black und ich haben ein Trash-Tauschpaket gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Produkte wir ausgemacht haben. Also wir haben eine gewisse Anzahl an Produkten ausgemacht, die wir uns gegenseitig schicken. Und wir haben gesagt, wir möchten uns gegenseitig ein Fullface zukommen lassen. Und Wahnsinn. Also was ich hier auf meinem Tisch liegen habe, ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Teil der Produkte hatte ich selber schon da. Und ich werde sie jetzt auf meinem Gesicht mit euch zusammen einfach mal zusammenbringen. Ja, zuallererst habe ich eine liebe Karte von der lieben Peggy gekriegt. Das ist so eine wunderschöne, mega coole Frau. Wirklich, ich schaue ihre Videos unheimlich gerne. Sie hat eine ganz tolle Stimme, die so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die umarmt mich, die Stimme. Und deswegen, ja, fand ich ihre Videos von Anfang an schon mal total positiv. Und dann halt natürlich der Content an sich. Das ist der Wahnsinn. Sie ist gerade auch Mutti geworden und nebenbei studiert sie. Dies, das, Ananas. Das ist eine bombastische Frau, wirklich krass. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Lasst ihr gerne Liebe da. Und ja, sie ist auch im Bereich Schminki, Kapinki, ne, Beauty unterwegs. Und da werdet ihr euch sicherlich auch sehr, sehr wohl und gut aufgehoben fühlen. Ein kurzer Einschnitt aus dem Schnitt. Das Video, was ihr seht, ist tatsächlich gedreht worden, bevor Julius geboren wurde, also vor 3 Monaten. Dementsprechend haben sich ein paar andere Dinge noch ergeben. Zum einen gilt heute noch am 11.02. mein Code CLAUDI20 für 20% Rabatt auf alles bei Purish. Also ne, schaut gerne in der Infobox vorbei und schlagt zu, das ist ein mega geiler Rabatt, auch auf die reduzierten Produkte tatsächlich. Und ich habe aktuell noch einen Code mit MeinPunkt, denn das ist eine Kooperation, die sich ergeben hat vor kurzem erst. Also ich habe jetzt Produkte zugeschickt bekommen. Einmal diese wunderschöne Kette, die ich euch verlinken kann. Und auch diese total hübschen Ohrringe, wirklich toll. Da bekommt ihr jetzt nämlich gerade zum Valentinstag mit V30 30% Rabatt auf die Produkte. Und ihr bekommt mit dem Code CLAUDI223, das ist mein persönlicher Code, auch nochmal die Versandkosten ja, frei. Also gönnt euch auf jeden Fall hart, schaut vorbei. Und jetzt ist mein kleiner Mann wach geworden. Viel Spaß mit dem Video. So, Trommelwirbel, wir starten die Chose hier und ja, wir starten mit Primer. Also sie hat mir 3 Primer geschickt und da habe ich natürlich die eine ganz bestimmte Wahl getroffen. Also der Milk Makeup Luminous Blur Stick ist leider raus bei mir, weil ich muss nichts blurren bei mir. Ne? Ich habe jetzt keine Poren, die ich groß verfeinern möchte oder so. Ich habe eine trockene, sensible Haut. Ich möchte Glow, ich möchte Juicy Fruity. Den Alverde Primer mit 3-fach Hyaluronsäure habe ich selber schon mal ausprobiert und auch aussortiert. Der hat leider bei mir nicht so die schöne Wirkung gebracht und Würstchen gebildet. Aber Leute, sie hat einen meiner absoluten Lieblingsprimer hereingepackt von Haut Cosmetics, das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Also ich liebe diesen Primer. Ich finde den so großartig. Das ist halt Hautpflege und Primer ja, und Glow in einem. Und ich habe ihn selber schon 2-mal, 3-mal leer gemacht. Selbstverständlich findet ihr die Produkte, die ich dann auch auf mein Gesicht auftrage, in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Timestamps habe ich hier sowieso am Start. Genauso ist auch das Video von Peggy in der Infobox verlinkt. Ne? So, Foundation. Da hat sie mir 2 ins Paket gelegt von L'Oreal. Das ist einmal hier die Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Die ist richtig krass. Also die ist sehr, sehr deckend. 125 ist die Farbe. Ich habe sie selber in 25, in doch etwas rosiger und heller. Und die passt mir auch vom Ton her etwas besser. Ne? Die hier wird mir sehr, 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 sehr viel zu gelb sein. Deswegen wird die nicht bei mir bleiben. Aber ich habe hier die Glam Beige Healthy Glow Foundation. Medium Dark. Oh. Oh. Nee, ich glaube, die kann ich auch nicht verwenden. Die wird auch ein bisschen dunkel sein, ne? Hm. Ja. Da muss ich mal gucken, was ich mache, Leute. Ich glaube, dann nehme ich dann am besten meine Infallible 24 Hours Fresh Wear, weil die mag ich halt gerne, weil auch das hier, das ist mir zu dunkel. Ich bin vom Ton nämlich deutlich heller als die liebe Peggy. Ja, man muss da auch mal irgendwie realistisch bleiben. Und das ist halt eine richtig gute Foundation, ne? Also die ist großartig und die gebe ich mir jetzt auch auf mein Gesicht. Ja, die saut halt immer ein bisschen rum, ein bisschen ist gut, ne? Also die sieht immer aus, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, was damit angestellt. Kommt jetzt erstmal hier mit dem Pinsel aufs Gesicht.
Und wir sehen schon, dass die Nummer 25 mir schon ein zu sehr in Sommerfoundation reingeht. Ne? Also die dunkelt auch ein bisschen nach und da muss ich halt aufpassen. Das heißt, die 125 wäre mir um Welten zu dunkel. Und mit einem angefeuchteten Schwämmchen, da habe ich jetzt hier eins von Nabla. Ich weiß nicht, ob das die Originalfarbe ist oder ob ich das mit einer Jeans oder mit einer dunklen Handtüchern zusammengewaschen habe. Arbeite ich die Foundation jetzt auch in mein Gesicht ein. 3 Concealer hat sie mir eingepackt, die ich tatsächlich auch alle 3 hier habe. Wahnsinn. Den Trend It Up Camo Concealer habe ich aber in einer anderen Farbe da. Sie hat mir die Farbe 010 geschickt. Ich müsste den in der Farbe 005 da haben. Der könnte jetzt aber auch tatsächlich sehr gut bei mir funktionieren. Dann habe ich hier von Milk Makeup den Flex Concealer in Creme. Der ist mir zu gelb. Ich habe den in Fair da. Und dann hat sie mir noch von Got To Be Light Me Up Liquid Concealer. Den habe ich in der gleichen Farbe, 030 Porcelain hier. Das ist einmal dieser hier. Aber ich glaube, dass ich Bock habe, tatsächlich den von Trend It Up zu verwenden. Und ja, das mache ich doch jetzt einfach mal. Der passt nämlich farbtontechnisch richtig gut bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass er bei ihrem Teint etwas zu hell sein könnte. Ne? Ich feiere den gerade sehr ab. Und mit dem Schwämmchen wird er einfach hier so reingebesselt. Also ich mag den eigentlich wohl ganz gerne. Und hab den jetzt in 2 Farben da. Aber diese Farbe passt mir irgendwie definitiv besser als die Farbe, die ich schon da habe. Weil diese Farbe siehst du ja ungefähr gar nicht auf meiner Haut. Ich finde, es sieht gut aus. Also alles noch relativ natürlich, ne? Aber schön irgendwie. Ich mag's. So, ich habe jetzt allerhand Liquid-Produkte von ihr auch bekommen. Da habe ich einmal den Dew the Hoola von Benefit. Das ist dieses wunderschöne Schätzelein. Ich finde es tatsächlich auch immer ein bisschen umständlich, sowas zu verwenden, so Liquid-Produkte. Weil die machst du dir natürlich erst immer irgendwie so auf den Handrücken. Dann musst du dir ein Pinselchen nehmen, das Ganze irgendwie auch so einarbeiten und so. Und dann musst du halt hoffen, dass du genau die richtige Dosierung triffst, um das aufs Gesicht zu bringen. Da kann ich nachvollziehen, dass man sagt, das ist mir jetzt schon so ein bisschen zu umständlich. Und er trägt auch ein Stück weit die Foundation ab, sehe ich gerade hier so. Ne? Das ist halt auch ziemlich uncool. Ich bin ehrlich gesagt schon ein Fan von Creme-Produkten geworden und Liquid-Produkten im Laufe des Jahres. Aber ich mag lieber Liquid-Highlighter und Bronzer und Blush dann eher so in Creme-Form. Das ist mehr so meine Welt. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn ich das halt bei mir jetzt so gerade sehe, dass er ihr tatsächlich zu hell sein müsste. Ne? Weil bei mir, du siehst ihn ja kaum und ich bin wirklich sehr blass. Also das kann ich nachvollziehen, dass sie den deswegen halt aussortiert hat. Ich habe jetzt einen kompletten Pump-Hub nur auf diesem Bereich hier aufgeteilt. Ne? Das ist Wahnsinn. Und der Bronzer ist natürlich sehr warm, sehr orangig. Ne? Das ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß auch noch nicht genau, ob der dann auch bei mir bleiben wird oder nicht. Ich wollte ihn jetzt einfach mal auftragen. Nee, Peggy, ich sehe es ein. Der ist mir auch zu orange. Das ist zu karottenmäßig für mich. Kommen wir zu Liquid Blush. Da hat sie mir reingelegt einmal den Liquid Blush von Catrice in Zusammenarbeit mit Jenny. Den habe ich selber auch da. Der ist auch wieder so eine Sache, ne? Es ist halt schwierig, weil der halt Liquid ist und nicht cremig. Aber sie hat mir jetzt noch einen mit reingelegt, den ich selber auch da habe, wo ich sage, ach Mensch, da habe ich echt Bock drauf. Von Judith Williams, der Natural Blush, gesunder Ton mit Hyaluronsäure. Das ist einmal dieser hier. Und ja, auch das ein schwieriges Produkt, aber ich habe ihn noch in meiner Sammlung und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss den auch mal wieder ausprobieren. Nee, ich nehme jetzt aber meinen, das ist dieser hier, genau. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie der sich so macht. Ich nehme sowas immer gerne mit einem Pinsel auf, ne? Das ist schon derbe. Und ja, genau, da kann ich, ja, der ist relativ Barbie-mäßig. Der ist sehr, sehr stark pigmentiert. Ich habe den jetzt gut eingearbeitet. Ne? Sie hatten mir auch noch etwas reingelegt, was man quasi als Primer hätte nehmen können oder als Liquid Highlighter. Ist aber von einer Marke, die meine Haut jetzt nicht so gut vertragen hat bislang. Genau, das lasse ich direkt einfach mal weiter wandern. Ne? Puder, da hat sie mir reingelegt. Das habe ich aber auch selber da von Dominique Cosmetics, das Translucent Setting Powder, was ich persönlich auch schön finde. Ich darf da nur nicht zu viel von verwenden, weil wenn ich zu viel davon verwende, sieht das Ganze ganz schnell cakey aus bei meiner sehr trockenen Haut. So, dann nehme ich mir auch wieder das Schwämmchen und dann wird unter den Augen einmal gesettet und über den Augen. Ja, und fürs komplette Gesicht nehme ich dann einen Pinsel. Ja, gefällt mir tatsächlich vom Finish her, ne? Also ich
würde jetzt theoretisch eigentlich so ein Finishing Puder noch drüber geben, dass das Ganze nicht ganz so matt aussieht. Ne? Da bin ich eher so Fan von. Habe ich jetzt aber nicht da, deswegen müssen wir jetzt einfach mal damit leben. Und jetzt kommen wir zum Bronzer. Da hat sie mir doch tatsächlich die Luna Beauty Outer Dimension Palette mit reingepackt. Die habe ich selber schon da. Ja, es ist eine super unhandliche Palette. Gut, wenn ich Puder verwende, gehe ich halt einfach in alle rein. Genauso, wenn ich Bronzer verwende, gehe ich einfach in alle rein. Ne? Und klopfe ein bisschen ab und gebe mir den Bronzer dann einfach auf. Also das ist so, wie ich diese Palette halt für mich in Anwendung nehmen werde. Und ja, da sehe ich gerade den untersten, den brauche ich jetzt gerade eigentlich eher weniger, weil es ist Winter, Claudinchen. Schon mal drüber nachgedacht. Im Sommer kein Problem, im Winter ein bisschen krass. Naja, ausgeblendet geht's aber auf jeden Fall klar. Da ist man dann einfach ein bisschen aufgewärmter, ne? Und also das ist halt das Positive an der Palette. Ich kann sie ganzjährig halt verwenden, weil je nachdem, welche Jahreszeit ist, gehe ich dann halt mehr in die hellen Töne oder mehr in die dunklen Töne rein. Ist aber eigentlich eher Tinnef, oder? Ja. So sieht der Bronzer aus. Ich finde, das sieht gut aus, ne? Das kann man definitiv machen. Aber so wie vieles im Leben ist Make-up ja auch Geschmackssache und es ist auch eine absolute Typsache. Welchen Hautton hat man, welchen Unterton hat man und so. Und als nächstes habe ich hier ein Produkt, was ich eigentlich echt gut finde. Love mit Letizia Lehmark Dream Glaze Blushing Duo. Und ja, Love hat Chaukakao gesagt, leider, ne? Und ich habe jetzt hier meinen und das ist ihrer. Ich habe davon auch den Bronzer und den Highlighter und hier kann man halt auch wählen, ne? Möchte ich lieber eher so in das kühlere gehen oder eher in das peachig wärmere. Auch da kann man sagen, Mensch, mischen wir doch einfach mal beide, ne? Ich bin sehr pinselwaschfaul, ihr merkt das, ne? Ja, ich bin jetzt mal in beide so reingedippt immer. Da muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein und dann trage ich mir den Blush einfach ganz entspannt und mit einer leichten Hand auf. Da kommt jetzt gerade erstmal gar nichts aufs Gesicht. Ich baue den jetzt noch ein bisschen intensiver auf. Wahrscheinlich wegen dem intensiven Bronzer, den ich drauf habe. Und weil ich ja eigentlich auch schon den Creme-Blush drunter habe. Aber doch, man sieht es, ne? Ja, ja, man sieht es. Jetzt kommt er. Und das ist schön, wenn man die halt so beide miteinander kombiniert. Da ist aber halt auch wieder die Sache, ich bin vom Teint her einfach ein bisschen anders. Und dementsprechend kann das halt einfach deswegen gut möglich sein, dass ja, dass ich das halt als eins meiner, ich mag es sehr, 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 sehr gerne Produkte sehe, ne? Und sie sagt, ach nee, komm, ich greife da zu selten zu. Ciao, Kakao. Ich mag's, ne? Sieht schon süß aus. So, Highlighter. Und da hat sie mir drei Schätze reingepackt. Das ist echt Wahnsinn. Einmal der Glow Lover Oil Infused Highlighter von Catrice. Muss ich sagen, habe ich auch letztens aussortiert. Ist leider auch nicht meine Welt. Von NYX der Highlighter in Rose Gold aus der Haus des Geldes Limited Edition. Money Haste, La Casa de Papel. ja, hier habe ich dann einmal den Highlighter, aber der ist halt super glitzernd. Ne? Also der ist ja, glitzerig und sehr klobig. Also den werde ich halt auch nicht verwenden, auch wenn der wunderschön aussieht. Aber das ist halt nicht meine Welt. Ich glaube, dass wenn ich den in Trashy reinpacken würde, dass Sarah Isabel direkt Hooray! Schreien würde und sich den geschnappt. Und dann habe ich hier von Beauty Bakery die Milk and Honey Highlighter Palette. Da habe ich Bock drauf. Auch das bekommt ihr bei Purish. Und da ist ein Ton drin, den ich richtig geil finde. Also ich werde die Palette tatsächlich auch gar nicht behalten, weil die anderen drei, ihr seht's, ne? Die kann ich doch im Leben nicht verwenden. Aber Spoiler Alert, könnte was werden. Wobei der auch recht glitzerig aussieht, aber wir schauen mal. Ja, der ist schon intensiv, ne? Wow. Da muss man auch drauf abfahren. Aber auch der ist super glitzernd. Ja, das ist nicht meine Welt. Ich bin halt nicht so eine Glitzerfee. Ich mag das eher, wenn solche Highlighter-Geschichten und so etwas subtiler sind und ich mir die dann aufbauen kann und die dann so einen Spiegeleffekt haben oder Glass-Skin-Effekt. Das ist mehr so meins. Bei diesen sehr glitzernden Geschichten, ich finde, dass die einfach zu sehr strukturbetont sind. Das funktioniert bei mir einfach leider nicht mehr mit 33 Jahren mittlerweile. Ein Augenbrauenprodukt hat sie mir auch mit reingelegt. Gimme Brow Plus von Benefit in der Farbe 3. Den habe ich auch tatsächlich letztens aufgebraucht. Ja, deswegen kann ich mir den jetzt einfach mal geben. Der wird sehr, sehr dezent sein. Das heißt, meine Base wird heute wahrscheinlich sehr ausdrucksstark sein. Aber die Augen werden etwas zurückhaltender sein. Also dementsprechend auch die Augenbrauen. Ist halt für diese ganz klassischen Bushy Brows, die für die Leute, die es halt sehr natürlich mögen. Ich persönlich habe halt
einfach nicht die Fülle an Augenbrauen, sodass es mir, wenn ich jetzt ein Fullface-Make-up mache, ne, nicht reichen wird. Deswegen werde ich da jetzt noch ein bisschen nachbessern. Dann nehme ich jetzt einfach hier mein Nabla Brow Divine in der Farbe Venus. Ne? Der ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und mit dem Brow Ambition von Nabla ziehe ich mir da auch so feine Härchen rein. Heute hatte ich irgendwie Bock auf diese etwas imposanteren Augenbrauen, deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal so gemalt. Das Gimme Brow Plus, wie gesagt, würde ich dann halt wirklich an Tagen nur dann verwenden, wenn ich so ein No-Make-up-Make-up-Day habe. Aber ja, ne? Heute habe ich mal ein bisschen mehr Krawumm in meinem Gesicht. So, Lidschattenpaletten hat sie mir einmal die Most Wanted to Go Trend Art Deco Lidschattenpalette reingepackt. Das ist eine schwierige Lidschattenpalette, denn hier... Sie ist kühl, sie ist sehr blau, sie hat längliche Fännchen, sie wird definitiv nicht bei mir bleiben, deswegen werde ich die auch nicht verwenden. Ja, bin ich nicht so Fan von. Was ich aber sehr interessant finde, das ist mal eine Lidschattenpalette von Art Deco, gibt es ja auch nicht so super häufig, aber sie hat mir auch eine Lidschattenpalette reingelegt, das ist die Read My Mind von meiner Mama. Ne? Nein, von Nabla, und die habe ich da, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt die x-te Nude-Palette, die ich in meiner Sammlung habe. Ich finde sie aber wirklich schön. Ne? Damit kann man halt einen easy-peasy-Look schminken. Und da habe ich jetzt gerade auch Bock drauf, einen etwas zurückhaltenden Look zu schminken. Dafür gehe ich dann erstmal in die Farbe 8 rein. Das ist so ein ganz klassischer Setting-Ton. Und mache damit einfach meine Basis ein bisschen gesettet oder aufgehellt, wie auch immer. Als nächstes verwende ich hier die Farbe 13. Wir bewegen uns also in der Honey-Reihe und die setze ich mir in meine Lidfalte rein, beziehungsweise ich gucke ziemlich gelangweilt in meinen Spiegel und sehe damit, wo ich meine Lidfalte ansetzen sollte. Ich verblende den auch so ein bisschen in mein äußeres Drittel schon mal so hier mit rein, einfach, ich will so einen Schatten basteln. Ja, die gleiche Farbe nehme ich jetzt auch einfach für den unteren Wimpernkranz. Dann gehe ich mit meinem Finger in die Farbe 14 rein, das ist dieser Schimmerton hier, und setze mir den einfach aufs bewegliche Lid. Super cremig, Leute, also das ist ein ganz, ganz, ganz toller Ton. Ich nehme jetzt auch einfach mal hier die Farbe 16, das ist ja dieses matte, dunkle Braun einfach, und setze mir den ein ganz kleines bisschen hier außen und drüber, einfach um da so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Gut, ich habe jetzt keinen Inner Corner Highlight Ton da drin, auch nicht in der anderen Palette. Da gehe ich dann tatsächlich jetzt mal in diesen Catrice Highlighter, ne? Den kann man sich ja auch auftragen, einfach so mit einem Pinselchen. Und der kommt einfach hier in meinen Innenwinkel und da seht ihr schon, also ich werde den jetzt sehr, sehr stark aufbauen, damit man überhaupt was von diesem Ton sieht. Und das ist halt ein Highlighter, der nicht glitzert, aber der mir einfach viel zu subtil ist. Dann kommt jetzt ein Eyeliner zum Einsatz. Den habe ich tatsächlich schon aufgebraucht, jedenfalls die eine Seite davon. Das ist hier von Tarte, der Tarteist Eyeliner. Da haben wir auf der einen Seite nämlich einen Kajal, den ich tatsächlich auch nicht verwende. Aber auf der anderen Seite haben wir einen wirklich guten Filz-Eyeliner, den ich super, 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 super toll finde. Und damit mache ich mir meinen Schisselaweng, würde Danny jetzt sagen. Das ist ein Eyeliner, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich mag den eigentlich super, super gerne. Also vielen, vielen Dank, liebe Peggy. Meiner war mir irgendwann ausgelaufen und der ist aber sehr lang haltbar. Also der hält und hält und hält und das finde ich richtig geil. Also das Produkt an sich, ne? Dann habe ich jetzt hier ein Fixing Spray, beziehungsweise es ist eher ein Baking Spray. Pray then Slay. Make-up Setting Mist. So, von Beauty Bakery. Das ist jetzt meins. Die hat mir auch eins geschickt. Ich finde das sehr gut, denn das ist so ein Continuous Setting-Gedönsen. Vor allem, ich habe jetzt auch noch einen Hiccup, was soll das denn? Da muss man nur aufpassen, da verstopft der Pumper mal ganz gerne. Ja, will er jetzt gerade auch wieder, ne? Ja, danke. Boah. Und dann ist der ziemlich frech. Also das ist halt das Ding an dem Ding. Man sollte halt hier wirklich zusehen, dass man das kontinuierlich verwendet, weil ansonsten wird dir der Pumper zustopfen, wie das bei mir jetzt auch gerade schon wieder der Fall war. Und dann spuckt dich das Ding einfach nur an. So nach dem Motto, ey, wenn du mich so lange nicht verwendet hast, bist du selber schuld. Bevor ich jetzt zu der Benutzung der Mascara komme, werde ich jetzt hier meine Lashes curlen.
Ich habe hier drei Stück. Einmal ist das hier die Waterproof False Lashes Catrice Glam and Doll. Das ist diese hier. Die war, glaube ich, in der Box von Purish mit Maxime drin. Dann hätte ich hier noch die They Are Real von Benefit. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen eingetrocknet, habe ich eben gesehen. Das heißt, ich möchte gerne verwenden die Beauty Bakery Eyelash Black Mascara Icing. Denn ich habe in Erinnerung, dass die bei mir nicht so viel gemacht hat. Aber ich meine, dass ich die ausprobiert habe, bevor ich Wimpernserien und sowas verwendet habe. Und jetzt mittlerweile, hallo. Mit dem Lash Limb von Özlem sind meine Wimpern halt wieder richtig toll. Und deswegen gönnen wir uns die einfach mal. Smudge Proof Lengthening Volumizing. Ich weiß nicht mehr, was damals mein Problem mit dieser Mascara war. Ich habe sie ja auch schon mal ausprobiert. Das ist ein Faserbürstchen, Kunstfaserbürstchen, was so erdnussförmig gestaltet ist und sehr viel Produkt dran hat. Sehr dünnes Produkt, nach nichts riecht. Und ja, die testen wir jetzt mal zusammen mal wieder aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, ich sag mal so, zum Augenlook und generell auch irgendwie passt es auch, dass jetzt nicht so wawawu, mega verklebt, super krasse Wimpern dabei rausgekommen sind. Es wäre mir persönlich aber jetzt wirklich für die langfristige Nutzung einfach zu wenig, denn ich bin einfach ein Fan davon, wenn ich krasse Wimpern habe. Wenn man sieht, dass ich Mascara trage. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr meine Videos schon länger guckt, wisst ihr ganz genau, was ich meine. Das hier ist mir jetzt einfach, ja, fast schon zu natürlich. Also ich weiß, viele von euch werden das jetzt mega hart feiern, weil der Augenbrauen sehen aus der Nähe richtig schlimm aus, ich weiß. Ich bin halt mehr so ein Fan von mehr ist mehr bei Mascara, ja. So, ich bin jetzt heute so ein bisschen im Herzchen-Mut mit Herzchen-Kette und Herzchen-Ohrringen. Manchmal darf das auch mal sein, ne? Ich habe hier vier verschiedene Lippenprodukte und ich glaube, zu dem Look dürfte ich theoretisch fast alles tragen. Also ich werde nachher mit diesem Look Adventskalender auspacken. Das heißt, da kommen so oder so rote Lippen dran. Ich habe hier von Jeffree Star The Gloss, ne? In der Farbe Wet Peach. Wunderschönes Packaging, kann man nicht sagen. Die Person ist leider umstritten. Googelt das gerne oder schaut gerne bei YouTube mal vorbei. So schaut es aus. Es ist wirklich schön. Dann habe ich hier von Unique, sehr cool, Weekend Lip Butter Beurre Pour les Lèvres. Das ist einfach auch so ein schöner Braunton. Dann habe ich hier noch von Beauty Bakery den Lip Whip Matte Liquid Lipstick. Das ist die Farbnuance Syruptious. Sirupmäßig heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und dann habe ich hier noch von Chanel ein Liquid Lipstick in Rot. Farbe Rouge Allure Ink 152 Chocon. Die haben echt sehr verrückte Namen, das kann man nicht anders sagen. Ne? Ich würde hier einfach mal sagen, dass ich das nicht selber entscheiden werde. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4, 1. Ja. Übrigens, ein Amazon-Paket wird heute zugestellt. Heute? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben das jetzt, keine Ahnung, 8 Uhr. Egal. Also sie möchte gerne, dass ich The Gloss verwende. Na gut. Dann mache ich das halt. Dann mache ich das halt. Ja, es ist halt schwierig, ne? Glitter Fantasy and Extreme Shine steht hier drauf. Nee. Also der passt jetzt auch null zum Look, ne? Oh, der ist ganz gruselig. Nee, der wird auch weiter wandern. Meine Freundinnen freuen sich da vielleicht drüber, ne? Dass man da halt einfach so ein cooles Packaging hat. Die haben halt auch Mädchen, ne? Die damit rumspielen könnten und so. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ist eigentlich hart, das zu sagen bei so einem teuren Produkt, oder? Ja, aber ich finde, der passt halt überhaupt nicht zum Look. Das ist so, passt gar nicht. Aber gut, ich habe ihn jetzt ausprobiert. So, das letzte Produkt, was ich jetzt quasi noch hier drin gehabt hätte, wäre von Crash, der Cognac-Schwamm. Ich finde, dass hier wirklich schöne, krass schöne Produkte mit bei waren. Und ich hoffe, dass es dir, Peggy, ebenso eine Riesenfreude bereitet hat, meine Produkte, die ich aussortiert habe, auszuprobieren und auf deinem Gesicht mal zu testen, ob sie dir vielleicht besser passen als mir. Denn jeder Jack ist anders, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, dass du auch ein paar Schätze gefunden hast. Und wie wir halt ausgemacht haben, das, was wir halt selber nicht verwenden, können wir eins auch weitergeben. Ne? Ist easy peasy. Und ja, das war's dann auch hier von mir und meinem
Fullface Müll von Peggy quasi. Ja, und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Und wenn dich interessiert, was Trashy so letztes Mal bei mir vorbeigebracht hat, dann kannst du dir dieses Video einfach mal anschauen. Und wenn du möchtest, kannst du super gerne auf dieser Seite mal bei Morbus Black, bei Peggy vorbeischauen. Das Video von ihr verlinke ich euch in der Infobox. Schaut super gerne bei ihr vorbei und lasst Liebe da. Und ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!